Kann es Tut sein, mir dass sie mich leid. gar nicht will? Ich habe auch das Gefühl. Das ist die Höhle. Yeah! Nachdem ich mir eine Weile Sorgen darüber gemacht hatte, wendete ich mich Vater zu und fing an zu sprechen. Ja, schön, dass du das gesagt hast. Papi! Ophelia, warum stehst du einfach nur da? Ich konnte den Namen vergessen. Anstatt reinzugehen. Es tut mir leid, ich weiß nicht mehr, wie man geht. Meine Beine folgen mir nicht mehr. Ich weiß, dass ihr alle müde seid, aber hättest du noch kurz Zeit für dieses Problem? Wenn du reden willst, gibt es keinen Grund, warum wir nicht reingehen sollten, oder? Nein, ich fürchte, ich verliere meine Beine, wenn ich das weiter aufschiebe. Mein Gehirn fällt. Also bitte lass mich jetzt sprechen. Oder für immer schweigen. Ich klang so verzweifelt, dass jeder sich umdrehte und zu uns zurückkam. Jeder? Also Ferdinand Alonso. Ja, vielleicht noch Ariel und Taliban. Danke. Kein Problem. Aber bitte sag mir, worüber du so dringend sprechen möchtest. Ja, ich komme gleich auf den Punkt, aber es gibt etwas, das ich dich zuerst fragen möchte, Vater. Um was geht es? Sag es doch einfach. Bitte lass Ariel frei. Vor einer Weile hast du ihm versprochen, dass du ihn bald freilassen würdest, wa? Ah, das stimmt, aber... Ariels Gesicht strahlte, als er meine Worte hörte, aber Vater schaute ihn an, als wäre er abgeneigt. Papi, Versprechen müssen eingehalten werden. Das lernt man schon im Kindergarten. Du hast recht. Ich werde etwas einsam ohne ihn sein, aber da kann man wohl nichts machen. Es öffnen sich gerade völlig neue Möglichkeiten. Ariel. Ei, ei. Hier. Er hat mir gerufen, Meister. Du hast mir sehr gut gedient. Ich bin wirklich sehr dankbar dafür. Nein. Ich danke Ihnen. Wer weiß, was passiert wäre, wenn Sie mich vor 12 Jahren nicht gerettet hätten. Oh Gott, jetzt kommen noch ganz andere Abgründe. Ja, ich dachte das doch gerade schon. Ah, ich fange an zu zittern, wenn ich daran denke. Wenn du weiter solche Dinge sagst, werde ich darüber nachdenken, dass du mir noch etwas mehr schuldest. Okay. Ach, nein, erspart mir das. Nicht noch mehr. Vater machte vermutlich Witze. Aber Ariel schaute entsetzt. Jetzt würde ich auch an seiner Stelle. Vater lächelte ihn an und schaute ein wenig aussichtslos. Was? Ich habe nur gescherzt. Ich werde mein Versprechen halten. Von diesem Moment an, merkt euch diese Worte, bist du frei. Halt! Ah, was für ein Glück. Vielen Dank. Party! Ariel, die über das ganze Gesicht grinste, ging mit leichten Schritten auf mich zu. Umarmt habe ich jetzt auch schon wieder? Ophelia, ich weiß, du hast deinen Namen schon wieder vergessen. Aber ich muss dir nochmal sagen, ich bin dir so dankbar. Vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Ich freue mich für dich, Ariel. Ich mich auch. Und auch dir danke ich, Ferdinand. Es wird zwar von jetzt an nicht einfacher, aber gib dein Bestes. Auch mit der Sumpfnudel wird es nicht besser. Das musst du mir nicht sagen. Natürlich werde ich tun, was ich kann. Wow. Bro. Als er Ariels Worte hörte, zuckte Ferdi mit einem bitteren Lächeln die Schultern. Ferdi? Wenn er sagt, dass es von jetzt an nicht einfacher wird, meint er damit, dass wir allen die Wahrheit sagen müssen? Nein! Ich schätze, das ist etwas, was wir so schnell wie möglich tun sollten. Oh Gott, das sieht doof, ey. Ich sollte so gut ich kann vermeiden, dass Ferdinand Ärger bekommt. Da war ich nun entschlossener, die Dinge aufzuklären. Während ich das dachte, drehte sich Ariel um und schaute uns allen ins Gesicht. Spuckte uns allen ins Gesicht. Nur dann! Auf Nimmerwiedersehen, ihr Bitches! Er verbeugte sich grandios. Ja, beugt mal, egal. Und verschwand, bevor ich blinzeln konnte. Such nicht die Logik. Das ist wie mit Benjamin Blümchen-Geschichten. Jemanden zu verlieren, den man so lange kannte, machte mich einsam.
Aber ich schaute Vater mit fester Entschlossenheit an. Alter. Schwede. Nun dann, Fabi, lass uns zum Hauptthema übergehen. Ach, richtig. Du wolltest gerade etwas sagen. Ich war nur gerade etwas sentimental, als ich mich von meinem alten Freund getrennt habe. Und so. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Ich vermisse ihn auch schon. Wer war nochmal Ariel? Aber bitte hör mir zu, was ich zu sagen habe. Es wird nicht lange dauern. Ich vergesse es eh wieder in einer halben Stunde. Natürlich. Danke. Oh, es tut mir leid. Nee, es tut mir leid, Ferdinands Vater zu stören, während er so müde ist. Aber dieses Thema betrifft auch ihn. Könnt ihr noch eine Weile hier bleiben? Als ich das sagte, bemerkte Ferdinand offenbar, was ich vorhatte, und seine Augen weiteten sich verwundert. Diese sich weitenden Augen an dieser Ecke. Ophelia, sag mir nicht, dass du ihnen die Wahrheit sagen willst. Doch, ich glaube, das wäre das Beste. Was? Ihr habt Geheimnisse? Nein! Findest du das nicht ein wenig zu früh? Da dein Vater jetzt seine Herrschaft zurück hat, wirst du vermutlich bald diese Insel verlassen. Wenn das der Fall ist, wirst du eine Menge Gelegenheit haben, ihm die Wahrheit zu erzählen. Es gibt keinen Grund, es jetzt zu tun. Das ist wahr, aber wir stehen jetzt vor ihm und wir haben uns die ganze Zeit zugehört. Seine Worte der Überzeugung verlockten mich. Wenn wir weiterhin so taten, als würden wir uns lieben, könnte ich bei Ferdinand bleiben, selbst nachdem wir die Insel verlassen würden. Und andererseits, wenn ich die Wahrheit jetzt preisgeben würde, wäre jede Verbindung zwischen uns nur sehr schwach. Da ich das alles nur zu gut wusste, zögerte ich mit der Wahrheit. Jetzt kommt die Choice of thy life. Es dauert nicht lange. Ich fühle mich in Ferdinands Gegenwart so wohl. Wenn es möglich wäre, würde ich mich nie von ihm trennen. Aber ich weiß, dass ich das nicht tun kann. Wenn ich jetzt nichts sage, wird später alles nur noch komplizierter. Es war so nett von ihm, die ganze Zeit mitzuspielen. Ich konnte diese Freundlichkeit nicht länger ausnutzen. Bitte lass es mich Ihnen jetzt sagen. Es wäre nicht richtig, unsere Väter länger zu hintergehen. Ophelia! Oh mein Gott! Ferdinand sagte bettelnd meinen Namen. Ich versuchte verzweifelt, dieser Verlockung zu widerstehen und atmete tief ein. Ophelia, was meinst du damit? Ihr hintergeht uns. Ach, ihr seid auch noch da. Vater, es tut mir leid. Ich habe dich angelogen. Vater, du hast Ariel befohlen, Magie auf mich und Ferdinand zu wirken, oder? Das ist... die Wahrheit, du Sau. Ja. Bis jetzt hatte ich noch immer ein wenig Hoffnung, dass das alles nur ein schlechter Witz von Ariel war. Aber die verschwand schnell, als ich Vaters hilflosen Gesichtsausdruck sah. Also wollte er wirklich Magie auf uns wirken. Ich spürte einen stechenden Schmerz in meiner Brust, als mir klar wurde, dass er mich wirklich so benutzen wollte. Ferdinand, der jetzt neben mir stand, schien zu bemerken, wie ich mich fühlte und legte sanft einen Arm um meine Schultern. Ich fühlte mich... Danke. Ich habe nichts geklickt. Das war sehr nett von dir. Nein, Gott sei Dank. Diese Magie wurde nicht wirklich gewirkt. Weder auf mich noch auf Ferdinand. Wurde nicht gewirkt? Was meinst du? Ihr zwei schien euch so sehr zu lieben. Und was war das dann? Das war nur gespielt. Ariel hat uns gebeten, so zu tun, als würden wir uns lieben. Ich wollte mich nicht in jemanden verlieben, in dem man mir mein Bewusstsein nimmt. Daher... War das auch bei dir so, Ferdinand? Jo, ich stehe nicht unter dem Einfluss von Magie. Also das ist passiert. Blitzmerker. Jo. Vater ließ traurig die Schultern hängen. Es war eine ganz andere Reaktion, als ich erwartet hatte, und ich neigte meinen Kopf zur Seite und schaute ihn besorgt an. Vater, warum machst du so ein trauriges Gesicht? Du hast es geschafft, deine Herrschaft zurückzuerhalten. Meine Herrschaft zurückzuerhalten ist natürlich wundervoll.
aber ich hatte gehofft, auch gleichzeitig dafür zu sorgen, dass du glücklich bist. Dass ich glücklich bin? Ja, ich weiß, dass es unverzeihlich ist, dass ich versucht habe, mit Magie deine Gefühle zu manipulieren. Aber wenn du den Prinz von Neapel geheiratet hättest, hättest du sicher ein glückliches Leben gehabt. Das habe ich mir dabei gedacht, als ich Ariel angewiesen habe, Magie auf dich zu machen. Ich dachte die ganze Zeit, dass du nur deine Position zurückhaben wolltest. Ich konnte dir doch so etwas niemals antun, meine süße kleine Tochter. Du bedeutest mir doch alles. Wie konnte ich dir das nur antun? Ja, ich verstehe jetzt, Papi. Ich bin beschämt, dass ich deine Liebe so angezweifelt habe. Schande über mich. Schande über deine Kuh. Nein, es ist sowieso alles falsch. Ich habe mich so verhalten, dass du meine Motive angezweifelt hast. Vater sagte das mit Tränen in seinen Augen und er umarmte mich fest. In seinen Armen brach ich in den Das geht in die falsche Richtung gerade. Habt ihr auch das Gefühl? Ferdinand, ich muss mich auch bei dir entschuldigen. Nein, zuerst muss ich mich bei dir bedanken. Du wusstest von meinen Missetaten und hast mir trotzdem geholfen, meine Herrschaft zurückzuerlangen. Ich bin dir so dankbar. Oh Gott. Ich bereue Schande, es noch mehr, Schande. Dass ich nicht in der Lage sein werde, meine Kuh selbst zu verschandeln. Jemand. Kümmere dich gut um meine Tochter. Als Vater das sagte, ließ er den Kopf traurig hängen und Ferdinands Vater, der bis jetzt still war, weil ihm die Füße wehtaten, fing an, perplex und verwirrt zu sprechen. Was? Bitte was? Achso, das bin ich ja auch. Mann. Der ist auch so begriffsstutzig, meine Fresse. Oh. Ich habe euch allen zugehört, aber ich verstehe immer noch nicht. Ihr beiden liebt euch doch, oder nicht? Wir wissen auch nicht, wie ihr aussieht. Ja, das stimmt. Es tut mir sehr leid, dass wir sie hintergangen haben. Och, es geht ganz schnell, hat sie gesagt. Es dauert nicht lange, hat sie gesagt. Ich entschuldige mich auch. Ferdinand, pfui, du bist dran. Ferdinand, ich verstehe die Umstände zwar nicht, genau, aber warum hast du das getan eigentlich sowieso und so? Als ich erfuhr, was in der Vergangenheit passiert war und dass Ophelia als Tochter des Herzogs von Mailand geboren wurde und all diese diese Unannehmlichkeiten ertragen musste, musste ich ihnen einfach helfen. Ein Feuerholz holen. Könntest du bitte versuchen zu verstehen, Vater Eptu? Um ehrlich zu sein, verstehe ich deine Gefühle nur allzu gut, mein Sohn. Stell sich nur einmal vor, was für ein Leben sie bisher geführt haben muss. Ich bringe mich fast zum Weinen. Also könntest du uns bitte vergeben, das wird dir hintergangen haben? Das wird dich hintergangen haben. Natürlich vergebe ich euch. Es ist ja nicht so, als hättet ihr etwas Furchtbares getan, meine Kinder. Aber es gibt eine Sache, die ich bereue. Ich bin deine Mutter. Die du bereust? Was ist es? Dass du jetzt nicht die Königin meines Sohnes wirst. Ich finde noch immer, dass du eine wundervolle Frau bist. Mit dem Herzen eines Engels. Dass sich das alles anders herausstellt hat, als gedacht, werde ich irgendwie eine passende Königin für Ferdinand finden müssen. Nee, sowas nicht geplant. Vater, was sagst du da? Was willst du sagen, dass ich falsch liege? Du bist alt genug, um bald selbst deine Frau auszuwählen. Um bald selbst oder gibt es jemanden, in den du verliebt bist? Die Worte von Ferdinands Vater ließen mich schwer schlucken. Gibt es bereits jemanden, den Ferdinand liebt? Ja. Allein der Gedanke daran verursachte bei mir einen starken Schmerz in meiner Brust und mein Kopf wurde plötzlich sehr heiß. Immer wird der Kopf der Gesicht heiß. Der Gedanke, dass Ferdinand eine andere zu seiner Königin machen würde, ich hasse diesen Gedanken. Aber warum hasse ich diesen Gedanken? Ferdinand. Vielleicht.
Habe ich mich wirklich in ihn verliebt? Surprise! Ich fand die Antwort, ohne wirklich danach zu suchen, oh, Schande. Oh, oh, hat das gedauert. Oh, tut das weh. Ich stand sprachlos, wie angewurzelt da und wusste nicht, was ich mit diesem Gefühl anfangen sollte. Und dann... küsste er sie. Ja. Huch. Na? Er umarmte mich plötzlich sehr fest. Starke Arme umfassten meinen Rücken. Als ich mein Gesicht an seine Brust drückte. Moment. Kann ich mein Gesicht an deine Brust drücken, bitte? Nee, so läuft das nicht. Noch nicht. Klopfte mein Herz wie verrückt. Als würde damit etwas nicht stimmen. Also dein Gesicht liegt gerade in diesem Bereich, der da frei liegt und der so total glatt rasiert ist, ne? Ja. Könnt ihr das Gefühl vor? Los! Mein Kätzchen. Und er hat sich seit mehreren Tagen nicht mehr gewaschen. Du steckst nach Holz.